Tag, meine lieben Freunde der Gaming-Szene. Ich bin zu weit gelaufen, aber herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Silber, beziehungsweise Live-Commentary Pokémon Silber. Ja, hey Eindringling, Alarm. Und danach kommt wieder ich bin dran. Ich bin der Größte und habe einen kleinen Penis. Und ja, genau so reden die ganzen Team Rocket-Mitglieder. Aber gut, ich habe ein paar Items verkauft, habe meine Pokémon nochmal geheilt. Und lass jetzt einen Surfer walten zu diesem Traumato. Und wir sind zu stark für diese hier unten. So, Level 25 wird doch volle Kanne in Ordnung gehen. Und gut, das hat keinen Bock. Das ist perfekt. Das hätte ich vielleicht vorher einsetzen sollen. So, Unlicht auf Psycho. Wäre nicht ganz unschlau gewesen, aber egal. Was ich allerdings immer noch nicht geholt habe, war der gute alte EP-Teiler, den können wir uns halt auch holen. Aber den habe ich immer noch nicht. Aber das ist auch nicht schlimm. Das werden wir noch früh genug machen. Bis jetzt brauche ich ihn auch nicht. Bis jetzt muss ich noch nicht trainieren. So, und da kommt der andere her. Was? Ich bin drin, es gibt keinen Kommen. Ja. Gut. Wann ist eigentlich der nächste Rivalenkampf? Gibt's denn jetzt bald mal? Ich will wieder hören, wie er mich fertig macht. So ein kleines COD-Kiddy. So, Red Boss wieder dran mit Surfer. Level 16er Zubat. Mann, habt ihr gut trainiert. Wie habt ihr es überhaupt hierher geschafft? Ganz ehrlich. Mein... Ohne Witz. Ohne Surfer... Gut, denen ist das so scheißegal, ob sie das außerhalb einsetzen oder nicht. Aber wir horchen ja immer auf die ganzen Regeln. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Nein. Die Logik von Pokémon. Man darf nicht drüber nachdenken. Ein Rathfrass. Das T einfach mal nicht aussprechen, dann wäre es aber Rathfrass. Nicht Rathfrass. Nee, nicht Rathfrass. Einfach Rathfrass aussprechen. So nenne ich mein nächstes Radfratz. Rafras. Was hat er über Geheimschalter gesagt? Ich habe nicht zugehört. So, aber ich möchte das Item da unten haben. Wir wollten auch noch nachgucken, welches TM43 ist. Da gucken wir doch jetzt gleich mal nach. Oh. Scanner. Ne. Ach genau, was ich auch noch gesehen habe, ist, dass ich einen Granitstein hatte. Den habe ich natürlich gleich meinem Kleinstein gegeben. Und es war extra ohne Witz. Genau solche Sachen habe ich verkauft. Solche Sachen habe ich verkauft. Wie X-Treffer, X-Angriff. Sowas benutze ich eh nicht. So, dann gehen wir hier hin. Sonderbonbons habe ich auch verkauft. Ey, Eindringling Alarm. Oh Gott, nicht schon wieder. Traumado. Auch nicht so schwer zu besiegen. Außer es überlebt jetzt wieder den Server, macht Hypnose und wir schlafen 5 Jahre lang. Ja, und Hypnose. Ah ne, Aussetzer, okay. Wieso habe ich nicht schon wieder... Ich habe schon wieder keinen Biss gemacht. Drachenwut hier völlig unnötig. Was gibt es eigentlich noch für Drachenangriffe? Ich höre mein Klicken, das mag ich nicht. Ich hoffe, ihr hört das Klicken nicht. Wir haben jetzt schon wieder Drachen. Gut, Surfer ist ja aber auch blockiert. Wie viel EP hat mein Zubat? Mehr als 45? Ja. Ein Biss macht mir nicht viel aus. Mach mal Fuchtler. Komm. Gleich haben wir es geschafft. Jawohl, Rocket-Rübe wurde besiegt. Ich will gegen die Wissenschaftler antreten. Die geben mir mehr Kohle. Genau, bei der Mutter war ich auch mal. Bei der Kettenraucher-Mutti. Die hat auch, ja, mir ein bisschen Geld. 4000 Poker abgeben müssen, sonst verbrät die mir das noch. Im Casino. Für Vibratoren auf Amazon. Ja. Machen wir einen Surfer. Hier, wenn ich das Zubat geht beim Surfer unter. Wenn jetzt wieder ein Traumato kommt, versuche ich mich dran zu erinnern, dass ich Biss machen soll.
gegen die ganzen Geist-Pokémon wird es uns helfen in der Top 4. Slimer. Gift. Surfer. Es wird weggesurft. Ja, ja. Die schönen alten Pokémon-Sachen. Ja, gut, das überlebt nicht. Red Boss erreicht Level 31. Finde ich sehr schön. Finde ich wirklich sehr schöne. Ein Raffras. Machen wir auch wieder einen Surfer. Gut. Ich meine, wir haben jetzt nicht speziell irgendwas gegen Normalviecher. Das wird uns sehr viel weiterhelfen. Psycho-Pokémon haben wir auch nicht. Ah, wir greifen weiter an, bis du den Geheimschalter betätigst. Ah. Ja, finde ich aber an sich ganz nett, dass die angreifen. Hyperdrank bringt mir schon eher was. Hier geht's weiter. Ja, gut. Wobei, die Kämpfe hier bringen eigentlich nichts. Okay, da war doch nicht so der Schalter. Ja, wir haben jetzt zwei Schalter aktiviert, ne? Nein, hier sind wir vorbei. Wir müssen jetzt so oder so darunter. Komm. Hier drin dürfen wir auch einen Elektroball fangen. Hehe, Biest. Was? Hä? Es sind Fallen in den Boden eingebaut. Ja, entweder ein Smogmog oder ein Elektroball. Smogmog haben wir doch schon, oder nicht? Falls ich mich nicht irre. Irre. Falls ich mich nicht irre. Ich mag den Shiny-Effekt. Schade, dass wir unser Shiny-Radfratz nicht mehr haben aus dem ersten Teil dieses Let's Plays. Aber gut, den Speicherstand habe ich glaube ich auch nicht mehr. Das heißt, naja. Aber mein erstes Shiny habe ich im Let's Play gefangen. So viel kann ich sagen. Finde ich gut. Finde ich toll. War super. Ja, war wirklich super. Wieder ein Radfratz. Haben die eigentlich irgendwas anderes als Radfratzes? Wie man das nennt? Ich weiß nicht. Was ist der Plural von Radfratz? Radfratz. Oder so ähnlich. Mich stört es nur, dass die Level so niedrig sind. Jetzt haben wir bald keinen Surfer mehr. Wumm. Möchte ich weitergehen? Ja, komm. Wir probieren jetzt erstmal, ob hier der Schalter war. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Das ist ein bisschen hier, das ist in ihrem Augen. In ihrem Augen. Ja, die Statue sieht mir eher aus wie... Weiß ich nicht. Also so ein Billy-Cut kann ich darin nicht erkennen. Wirklich nicht. Gehen wir hier noch lang. Ja, ey, Eindringling, Alarm. Da kommt jetzt auch wieder ein Traumato. Das macht mir traumatische Sachen. Dieses Mal setzen wir aber Biss ein. Gut, ich fange schon wieder an zu gehen. Das darf doch nicht wahr sein. Nein. Ich wollte gerade vorhin noch sagen, es ist bestimmt lustig jetzt, wenn ich zu schnell klicken will und dann Surfer einsetze. Und was ist passiert? Ah, okay. Red Boss ist gut dabei. Aber wir haben jetzt sowieso kaum noch Surfer. Ich hätte gerne Biss hier und Drachenwut dennoch über Fuchtler. Biss würde ich gerne einsetzen. Beißen wir das Zubat doch einfach. Ich hab nur drauf gewartet. Ich hab echt nur drauf gewartet. Bis. Ja. Das Vieh kann auch Biss. Zieht uns mit einem Volltreffer 5 ab.
Red Boss greift jetzt wenigstens an. Ich sollte echt mal auf YouTube nachgucken, ob da jemand was dagegen hat, dass ich dieses ekelhafte in Folge wieder ausstelle. Achso, stimmt, da kommt ja der nächste. Der mit seinem 50 Radfratzes da. Radfratzer vielleicht. Gut. Wir haben unseren letzten Surfer verbraten für ein Zubat. Bis Drachenwut, Fuchtler, Bies. Und das hält nicht durch, dadurch, dass wir einen Volltreffer gemacht haben. Slimer, ein Gift-Pokémon. Mitten in Unlicht auch nicht so ausgeschaltet. Och nö. Ach verdammt. Ach verdammt. Natürlich. Wollte gerade nachgucken, ob Unlicht vielleicht speziell ist oder physisch oder was weiß ich ist. Ja, das Radfratz kann natürlich wieder ruckzucki wach sein, auch sonst. Ich will hier übrigens nur unten lang, weil hier unten irgendwas ist, was ich haben will. Ja. Nugget, super. Finde ich wirklich super. Da kommen die nächsten, aber wir sehen, hier ist der Teleporter, wir brauchen jetzt nicht. Wieso sollte ich nochmal gegen die kämpfen wollen? Das ist doch nicht zu fassen, dass du mich hier nochmal. Nee, braucht man nicht. Was kannst du mir dazu sagen? Ich weiß nicht, wo diese Fallen aufgestellt sind. Du musst deinen ganzen Mut zusammennehmen und weitergehen. Wir könnten jetzt nochmal ein paar Kämpfe machen oder uns eventuell einen Elektroball suchen. Wir können sogar von den Kämpfen flüchten. Also, entweder nochmal ein langweiliger Team Rocket-Kampf. Oder, ja. Also. Moment mal, ist der Schalter vielleicht beim Wissenschaftler? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Aber egal. Wir gehen jetzt wieder darunter. Gehen zu den Fallen und fangen uns einen Elektroball. Dann verkaufen wir das Elektroball, werden reich und scheißen einfach drauf, was in der Welt passiert. So, danke schön. Und. Och nö. Ein Voltoball. Bin der Meinung, ich brauche Voltoball gar nicht so wirklich. Ach, Flucht doch unmöglich. Och, beiß es kaputt, bitte. Ich weiß, dass das Ding Finale kann. Ja, ging ja. Warum? Kleinstein oder was? Wusste nicht mal, dass es hier einen Kleinstein gibt. Hier unten. Kleinstein haben wir bereits gefangen. Die sind teils höher als die ganzen Viecher der Bosse. Übrigens vierfache Schwäche, du Idiot. Also doppelte Schwäche. Eigentlich. Weil Stein und Boden mit Wasser. Ja. So. Jetzt mache ich nochmal einen Surfer. Das Ding macht wahrscheinlich nochmal Finale. Und mein Red Boss ist tot. Er hat 30 KP Schaden hat es ungefähr gemacht gehabt. Und ja, gut, passt auch. Gegner Voltoball wurde besiegt. Oh, fast Level 32. Aha, okay. Ich gehe jetzt eins nach rechts und gehe weiter nach unten, ohne Witz. Surfer. Ohne Witz jetzt, ey. Ich meine, da bringt ja nicht mal ein Schutz was. Ist das. Was soll das? Ah, fast. So, eins nach rechts und nach unten. Ach, leck mich doch.
Smogmog. Nein, Smogon. Hab ich schon, besitze ich schon. Surfen wir es nochmal weg. Das Schlimme ist, jeder von diesen Viechern kann Finale. Jedes einzelne. Und ich glaube, das machen die auch alle eins. Jedes von den Viechern macht Finale. Also, ich hätte jetzt echt gedacht, Red Boss geht bei dem Vieh mit 250 Stärke drauf. Ich habe auch noch das Gefühl, ich bekomme mehr EP bei diesem Vieh. Ich weiß, dass der Teleport mich an den Anfang zurückteleportiert. Aber das will ich jetzt mal noch nicht. Oh Gott. Wir sind bei der letzten Tretmine. Wir sind noch nicht mal ins zweite Geschoss gekommen und das war schon wieder mit dem Part. Also das Team Rocket Hauptquartier. Mal gucken, wie viele Parts ich dafür brauche. Yay, wir sind durch. Ich will da jetzt noch nichts machen. Gut, dann gehen wir eins weiter runter und sehen hier Siegfried. Bist du in Ordnung? Deine Pokémon sind müde und verletzt. Gib ihnen ein wenig von meiner Medizin. Wolf, lasst uns für die Pokémon unser Bestes geben. Lass uns, nicht lasst. Ich glaub, du willst gegen mich kämpfen, oder? Da geht's auch schon wieder runter. Natürlich möchtest du mit mir kämpfen. Du miese kleine Ratte. Was habe ich getan? Dein Radfratz ist eine miese kleine Ratte. Die hat mir meinen Schuh zernagt. Aber du nennst mich eine miese kleine Ratte? Mit einem Blutzuck? Geht's dir schon noch gut? Das ist ein Käfervieh. Mein Garados hat Hunger auf Käfer. Entwickelt sich Blutzuck nicht sogar zu Omot? Natürlich. Natürlich. Scheiß ekelhaftes Vieh. Mach ich eben eine Drachenwut. Und Blutzuck geht's danach auch nicht besser. Schon wieder ein Blutzuck. Blutzuck? Nein, Blutzuck. Was? Meine Attacke ist auch nicht blockiert. Nicht mehr blockiert. Das ist irgendwie. Ich dachte, das wäre fest, wie viele Runden das ist. So. Wieso schicke ich überhaupt noch einen Teil nach Hause? Was gibt's da hinten? Hier gibt's was. 100. Boah, Alter, wieso sollte ich wohl nach hinten? Nein! So. Hallo. Ich könnte dich umgehen. Mache ich aber nicht, aber den Kampf gibt es trotzdem erst im nächsten Part zu sehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Wolf. Ciao.